Hallöche, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Warhammer 40.000 Rogue Trader. Wo wir jetzt versuchen herauszufinden, was passiert, wenn wir da landen. Ob der Bunker jetzt die Kommandozentrale ist oder nicht. Wir nehmen alle mit. Anscheinend sind wir auch alle geheilt, weil ich war es gerade. Ja, okay. Kommandozentrale, Bunker, Bunker, Kommandozentrale. Gut, merken. Sehen wir schon am Ladebildschirm, da steht auch Kommandozentrale. Warum man das denn da nicht hinschreibt, weiß ich nicht. Aber gut zu wissen. Ja. Dann gehen wir halt direkt zum Reticulum. Raumschiff. So. Wie viele Leute? Also eigentlich fehlt uns... Also wenn das nicht eine andere Person ist, sondern die, wo ich dachte, dass sie es ist, fehlt uns ja eigentlich bloß noch die zwei, oder? Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, da müssen die beide mit, ist logisch. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Gefährten man aktuell haben kann. Ich weiß, was ich weiß, ist, dass wir zwei neue durch die DLCs bekommen. Der eine DLC kommt im Juni 2024, der andere im Dezember 2024. Aktueller Stand der Dinge am 12.12. Da soll ich jeweils einen neuen Begleiter dazu bekommen. Und ich bin ehrlich, bis jetzt gefällt mir das Spiel so sehr, dass ich hoffe, dass es noch einen dritten DLC geben wird. Okay, gehört zu mir. Was sagt denn die Karte? Hinter mir ist irgendwas. Okay. Wir haben ein Level-Up. Habe ich die noch nicht gemacht? Warum? Warum habe ich die noch nicht gemacht? Warum habe ich die noch nicht gemacht? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache ganz schnell das Level-Up ohne euch. So, da bin ich wieder. Wir schützen die Landung. Okay. Rise to the top, or get left in the dust. Ich will nur mal gucken, was hier noch so rumliegt. Ob hier noch irgendwas rumliegt, was wir gebrauchen könnten. Ich habe schnell durchgeskillt und habe auch gleich nochmal das Inventar angepasst und habe Pascal eine neue Axt gegeben. Gut, hier gibt es also nichts, also gehen wir direkt die mittlere Treppe hoch. Okay. Das ist nur der Auslöser fürs Video. Okay. Always keep your eye on the prize. Erweckt den Schließmechanismus des Tores. Okay. Dann ab rein da. In das elektrodynamische Zenobium. Wollen wir mal gucken, was das kann. Ich muss wieder ein bisschen auf die Zeit achten. Heute kann ich zwar bis um 12, aber ich muss spätestens um 10 vor 12 aufhören, damit ich mich noch anziehen kann. Weil ich um 12 wieder meinen Spaziergang mache, meinen täglichen. Irgendeinen Ausgleich braucht man ja zum ständigen Sitzen. Also.
So, okay, also das ist ein Ding des Adeptus Mechanicus. Wir müssen mit Fallen rechnen, wir müssen mit versteckten Waffen rechnen, Servitoren und allem drum und dran. Die Ketzer wurden schnell und gnadenlos getötet. Sie hatten nicht einmal die Zeit, zu ihren Waffen zu greifen. Ich liebe das hier an gegen die Ketzer der Halle. Der okay, okay. Is there money to be made? Gehen mal hier hoch und stellen fest, dass da was ist. Merkst die Kabelzweigung auf einem Symbol eines Schlüssels versehen sind zwei Leitungen zu verbinden scheinen. Okay, mehr nicht. Nach links oder nach rechts? Gehen wir nach links. Auch hier wieder ist nicht durch einen elektrischen Schlag gestorben. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt, als sei er gefoltert worden. Der Körper des Ketzers weist keine Wunden auf, doch sein Gesicht ist vor Entsetzen verzerrt und seine Augen sind blutunterlaufen, ob der geplatzten Blutgefäße. Ah. So, das muss mein Problem. Jetzt kann ich nicht durchlaufen. Und ich kann es auch nicht ausschalten. I will lead us to fortune. Your arrogance will be your downfall. Wir lösen automatisch den Kampf aus. Na, schöne Scheiße. So, wer ist jetzt gerade? Und da ist keiner, ne? Ich dachte halt, wir müssten das Ding irgendwie ausschalten und kommen dann irgendwie da rum. Ja, siehst du, das ist Kacke. Kriegt halt direkt so einen Stromschlag. Nee. Hier mache ich etwas, was ich sonst vielleicht selten machen würde. Wir gehen den anderen Weg. Nee. Sorry, das ist dämlich. Dann kriege ich jedes Mal die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen, wenn ich da einen von meinen Leuten reinschicke. Und der Kampf beginnt ja, sobald einer durch die Tür durchgeht. Nee. Nee. Das ist Kacke. Was auf eurer Seite ist genau das gleiche. Wetten? Das wäre doof. Aber ich vermute mal. Ja, wir gehen doch erstmal, also wir gehen einmal da lang. Nehmen natürlich einmal die Kiste. Nehmen einmal die Kiste. So, und gehen einmal hier hin. Geht einmal hier lang, okay.
Rise to the top, or get left in the dust. Ja, wir hätten vorhin. Genau. So, das da sind keine Kultisten. Genau, das sind Elektropriester. Das sind Anhänger des Adeptus Mechanicus. Also eigentlich sind das die Guten. So, mein Problem ist natürlich... Ich kann keinen Kettenblitz machen, weil da würde ich mich selber braten. Ne? Moment, wieso kriege ich keine Schadensanzeige? Da schon. Bei dem nicht. Ich mache keinen Schaden an dem. Okay. Dann gehen wir erstmal auf den da. Den spreche ich auf dich. Den auf dich. Und wir wechseln schon mal die Waffe für den Nahkampf, für den möglichen. So, dann ist sie fertig. Die machen halt AOE. Wer ist dran? Sie ist dran, Agenta. Agenta kann jetzt nicht schießen. Dann geht's halt in den Nahkampf. Okay. 9 bis bla. 7 bis 11. Feuer auf einen konzentrieren, damit wir ihn loswerden. Genau, und dann nutzen wir aber einmal bewegen und schießen einfach direkt nochmal drauf. Also ohne bewegen. Dann könnten wir jetzt sprinten. Aber wohin willst du sprinten? Maximal bis da. Gut, so weit sprinten kann sie anscheinend auch denn nicht, aber ist egal. Dafür steht sie schon mal außerhalb der Nahkampfreichweite von ihm. Und kann dann gleich die große Waffe verwenden. Sie ist durch, der nächste ist dran. Cool, sie ist dran. Wie wollen wir das jetzt am besten machen? Ich könnte Agenta dazu bringen, dass sie nochmal schießt. Oder selbst schießen. Ja, ich kann ja so oder so nur einen verletzen. Aber gleichzeitig zurückstoßen. Oh, das ist gut. Würde ich nur die zwei treffen, richtig? Richtig. Würde mich einen kosten, habe ich noch zwei übrig. Damit gehe ich auf sie. Und Agenta geht nochmal auf den. Ja. Und tut noch einmal nachladen. Damit ist Agenta fertig. Ich bin fertig. Der nächste ist dran. So, wer ist dran? Ich. Ich höchstpersönlich. Nein. Abela ist dran. Abela ist da. Wenn sich Abela nach da stellt, könnten wir... Ja,
Dann kannst du nämlich den Schlag hier machen auf beide. So ist gut. Dann machst du einmal den. Und dann gehst du direkt in die Heldentat rein. Und machst das Ganze nochmal. Zack. Und du machst das Ganze nochmal. Zack. Da hast du noch einen über. Und den setzt du in den rein. Genau. Abela ist durch. Ich bin dran. Das ist ein Einzelschuss. Plasma-Einzelschuss. Plasma-Überladung. Flächenangriff, Zusatzschaden. So, mal ganz kurz gucken, was macht der Zusatzschaden? Macht das. Einzelschuss macht das. Aber was ist Zusatzschaden? Verursacht 75% zusätzlichen Schaden, überhitzt die Plasmawaffe. Achso, ich bin für 2 Züge überhitzt. Ne, dann mache ich einen Einzelschuss. Oder kann ich hier direkt einen rausnehmen? Ich könnte den direkt rausnehmen. Wenn ich treffen würde. Wir gehen direkt auf Agente. Die gehen da raus und hoffentlich. Genau. Achso, weil der Mauszeiger direkt da ist. Dann haben wir den rausgenommen. Sie muss nicht nachladen. Ich könnte den Nahkampf sprinten, aber will ich gar nicht. So, ich bin dran. Ja, Gifte haben wir nicht drauf. Ich könnte das auf den sprechen. Hab keinen mehr frei. Mach den gratis. Und der Tech Priester ist dran. Ne? Und erledigt den hoffentlich. Perfekt. Haben wir alle drinne? Wir haben alle drinne. Zack. Damit ist auch er durch. Wer ist jetzt dran? Sie. Deadeye. Danke. Das noch einmal drauf. Das auf dich selbst. Agenta ist dran. Gezielter Schuss auf den. Ich will direkt schießen. Perfekt. Ein guter Kampf. Nichts zum Einsammeln. Wie fies. Kein Loot. Okay, hier können wir nichts machen. Da ist zu, da ist eine Sperre. Hier ist was, eine Tür. Aber wir gehen erstmal durch die geschlossene, durch die offene Tür hier hinten. Keep your wits about you. Ah, wir speichern kurz. Was haben wir da? Über Krankheiten bei Maschinengeistern und die Wege der diagnostischen Prophetien. Hier gibt es uns nichts. Ja gut, dann müssen wir da oben durch die Tür. Erstmal alle hierher. Zack, 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 zack und durch die Tür. So natürlich. Datenaltar der heiligen Analyse. Ja. Moment.
Achso, 9 Uhr. Der grüne Bildschirm des Cogitators leuchtet auf, als du dich näherst. Er zeigt eine blinkende Nachricht an. Pilger, nur die Worte der ersten galvanischen Hymne offenbaren euch die Gabe, die hinter dem Schleier des Wissens verborgen liegt. Nun singt mit mir, singen wir diese diesen Lobgesang zur Ehren. Pascal, kannst du mich an die Hymne erinnern? Ich weiß nämlich nicht, wie die geht. Ich kenne sie nicht. Ein hochrangiger Diener des Danke, Pascal. Für uns. Der ehrenhafte Magus wurde dabei ertappt, dass er ein Gebet nicht kennt und jetzt stammelt er wie ein Kadett beim Examen, dass ich diesen Tag noch erleben darf. Hui! Okay. Kathode? Vers 2 ruft nach euch, Pilger. Okay. Lasst uns unsere Seele erfüllen mit Dankbarkeit gegenüber Zwillingspole der gegensätzlichen Zeichen. Klingt richtig. Plus minus Pol. Weil galvanischen Elemente. Es geht um galvanische Elemente. Also wenn mich mein Chemieunterricht nicht irrt, beendet dieses Gebet, Pilger. Oh, oh, oh. Möge die Einheit der heiligen Ladung mit Energie versorgen, das Leben... Oh Gott, jetzt verkacke ich. Die Erinnerung der alten Zeiten, die Leidenschaft bewahrt wird, der makellosen Seele, über die der Strom hinwegfließt, des sterblichen Körpers und seiner Mechanismen, unsterbliche Vernunft, die den Funken erschaffen hat, gesegneten Glaubens, der das Licht bringt. Das Licht hat mit... Ah, das hat wieder gar nichts mit Gavani zu tun. Ah! Funke erschaffen? Immer Funke erschaffen. Nur wer den Pfad unserer Seele gelehrt hat, ist diesen Gaben würdig. Beschreitet den Pfad der Erleuchtung, saugt eure uralte Weisheit auf und singt erneut mit mir. Also, gesegnete Kathode Anode. Galvanische Hymne. 2 Anode Kathode. Eigentlich fließt der Strom. Bin doch doof. Nein. Das war richtig. Das war richtig. Strom fließt nicht. Bringt er uns das Licht? Nein! Bringt er nicht. Mist. Auch falsch. Ich dachte, ich richtig. Moment. Dann. Davon ist nichts richtig. Verdammt! Ich hätte gedacht, das ist richtig. So. Ich schummel jetzt. Ich will euch wissen. So. Wie heißt das Ding? Galvanische Hymne. Erste. Erste galvanische Hymne. Kann man direkt als Suchbegriff eingeben. Geil. Lass mich raten. So löst sich das Rätsel. Ich bin von Anfang an falsch gewesen. Der Omnizeier, aus dem die heilige Entladung entspringt. Warum sagt er nicht so mit ihm die zweite Hymne? Vers 2 ruft nach euch, Pilger. Genau. Dann. Des arkanen Schlüssels, welcher den Kreislauf schließt. Aber warum sagt er denn nicht direkt am Anfang an, ich bin falsch?
der den Kreislauf schließt. Und dann Vernunft und Funke. Ach, guck mal. Das letzte hatte ich richtig. Vernunft und Funke. Ja, ich schummel. Ich wollte das jetzt wissen. Da war ich jetzt neugierig. So. Fürwahr, ein Pilger, der unsere Traditionen gelernt hat. Ja, ich habe Google benutzt. Ist der Gabe der Erleuchtung würdig. Ich hoffe, er schaltet jetzt. Ich hatte gedacht, er macht die Sperren aus. Is there money to be made? Was gibt's hier? Nur die eine Kiste. Ich krieg den Strom nicht ausgeschaltet. Ich krieg den Strom nicht aus. Lichtbogengewehr. Alter. Nehme ich. Ich krieg den Strom nicht ausgeschalten. Ich hatte gehofft, ich krieg hier den Strom ausgeschalten. Verdammt, ein Lichtbogengewehr. Die ist nicht mehr besser als das, was ich habe. Ist das für dich besser? Nö. Besser als die Boltpistole, aber auch nicht besser als... Auch nicht besser. Die ist nicht mal gut. So, was haben wir noch gekriegt? Das Ding. Kritische Treffer für Fernkampfangriffe gegen Feinde mit weniger als 50% verbliebene Wunden. Hast du schon irgendwas im Kopf? Trefferchance und kritische Trefferchance. Na. Du schon was im Kopf? Ja, ja, ja. Nein, ja. Logik. Logik brauchst du nicht. Du kriegst das da im Kopf. So, okay, wir haben also immer noch das Problem, dass da überall diese Lichtsperren sind. Die wir nicht ausgeschaltet bekommen. Auch hier kriegen wir nichts dran geregelt. So. Also mache ich jetzt wie folgt etwas. Oder warte mal. Nee, es gibt nur diesen Eingang. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.